Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 64. So, wir sind hier immer noch in Blütenfeld. Und ich weiß gerade gar nicht, wo wir aufgehört haben. Wir waren dabei, die ganzen Blumen zu retten. Und wir brauchen das Schönste. Wo kriegen wir es her? Hilft uns vielleicht dieser Typ, der uns eigentlich nicht helfen will? Wir brauchen ja was extrem Schönes, um es gegen den Wasserstein zu tauschen. Einfach nur Erde. So. Wenn du die drei Bäume in dieser Reihenfolge anrempelst. Links, rechts und dann Mitte. Was für drei Bäume ist jetzt die Frage. So, er ist happy. Das war doof, aber er hat mich wenigstens nicht angegriffen. Ich bin ein bisschen überfordert. Merkt man vielleicht. Turbolader paralysiert einen Gegner. Wir müssen mal wechseln. Sushi! Be strong! So. Tsunami. Jetzt geht's wieder ab. Ah nein, den letzten wieder versaut. Ach man. Egal. Sind schon mal einige Punkte, die jetzt hier reingehen. Jawohl. So, kriegen wir das hin, dass ich den jetzt mit einem Sprung kaputt kriege? Zur Sicherheit ein Powersprung. Jawohl. Sehr gut. Glück. Und wir heilen uns wieder ein bisschen. Sehr schön. Ah, Level-Ups kriegen wir hier auch kaum noch. Weil wir so viele Gegner hier besiegt haben schon. Ah, okay. Blütenpunkt ist gut. So. Drehen wir um. Stinkwurz. Ah, nein. Geh weg! Seit wann fliegst du denn hier rum? Da habe ich aber eigentlich keinen Bock drauf, Leute. Sushi, Mama Tsunami. B, runter. A, B. A, runter. Ah, verdammt. Es sind nur 5 oder so, die wir jetzt Schaden machen. Ja. Reicht noch für die Biene, aber ist ja egal. Was machen wir denn jetzt hier? Was können wir jetzt tun, damit diese doofen Flugviecher da uns nicht zerstören? Erstmal den machen. Aber ein weniger. Aua. Aua, das tut echt weh. Den springen wir normal drauf. So und so. Und Sushi macht den einmal an. Einmal an Spuckerino. Und in der Bauchlandung ist das. Whee! 5! Oh Gott, Sushi macht 5 Damage. Krass. Hätte ich das gewusst? Okay. Sushi macht so schon 5 Damage. Krass. Okay. Die drei Bäume in der Reihenfolge. Ja, ich weiß nicht, welche drei Bäume er meint. Hier ist auf jeden Fall noch Wasser. Und hier ist Posi. War das Posi hier? Du hast nur Erde, ne? Hast du gesagt. Rosi bat dich, ihr etwas Schönes zu bringen? Rosi liebt alle schöne Dinge mehr als alles andere. Da nimmt sie sich selbst nicht aus. Ist dir das aufgefallen? Du brauchst also Hilfe. Gut, ich werde dir helfen. Meine Wurzeln sind mit denen des Baumes verbunden. Wenn ich mich kräftig schüttle, fallen vielleicht ein oder zwei Kristallbeeren auf die Erde. Ach, dann spiegelt sie sich da drin. Ah, okay. Ach, du großer Gott. Rosi müsste das jetzt... Okay, habe ich nicht mehr gelesen. Kristallbeere. Okay, guck mal. Wusste ich echt nicht. Ich bin jetzt hier einfach mal so hingegangen. In der Hoffnung, hier was rauszufinden. Und es hat echt geklappt. Ich bin begeistert. Sind die Gegner wieder hier, ne? Nein? Nicht wieder hier? Okay, sehr gut. Dann müssen wir jetzt zu Rosi. Rosi war irgendwo links. Hi. War die hier? Beim blauen Dude? Das ist auch noch so eine Geschichte mit dem Trampolin da. Vielleicht muss ich da mal... Ah ja, tatsächlich, das war hier. Oh Gott, ich habe den Weg doch vergessen jetzt. Das so? Ist das so richtig? Moment. Hier und dann da rein? Ist das so korrekt? Jawohl.
Ich bin der Gott. So, gib. Hast du etwas gefunden? Hier, spiegel dich drin. Oh, wie hübsch. Ich liebe es. Das ist viel hübscher als dieser hässlich alte Stein. Rasch, lauf zu Lilly und gib mir diesen Stein. Und stell klar, dass sie nur aufgrund meiner Großherzigkeit gerettet wurde. Jawoll. Oh, welch Lieblichkeit. Ich bin schon schön, dass es mich beinahe selber ängstigt. Wer ist die schönste Blume auf den Blütenfeldern? Das bin natürlich ich. Ja, tschüss. Guck dich halt selbst an. Egoistenblume. So. Auf zu Lilly. So. Jetzt gehen wir so wieder zurück, wie wir gekommen sind. Das Labyrinth ist gar nicht so schwer, wenn man sich einmal dadurch gekämpft hat. So. Oh, nee. Oh, das war knapp. Das war knapp. So, warte mal. Achso, mir wurde auch irgendwo... Ach, guck mal. Es ist minimal nervig mit den Dudes. Oh nein. Den darf man nicht kaputt machen. So. Ein Orden? Sternschuppenhagel gegen alle Gegner 6 Punkte. Oh, das ist ein Item. Okay, cool. Ich weiß jetzt leider nicht, wo die Plattform war. Mir wurden in die Kommentare geschrieben, wo die Plattform ist. So, wir gehen jetzt aber erstmal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst einmal heilen. Dauert jetzt mal wieder eine halbe Ewigkeit, aber wir haben ja hier drin keinen Heilblock. Warum auch immer. Ich verstehe es immer noch nicht. So. Den alten Dude da rechts haben wir auch noch. Stimmt. Der uns so ärgert. So, hi Toad. Ich will einmal pennen. Mit Watt in der Tasche. Damit es auch abends nicht dunkel ist. Hast du gut geschlafen? Ja, hab ich. So, lass mich raus. Und wieder zurück nach Blütenfeld. So. Ich muss, glaube ich, auch mal meine Orden sortieren. Ich habe doch, glaube ich, auch Ordenpunkte mal geholt. Ne? Ich habe die, glaube ich, nicht aufgestockt. 3 habe ich noch. Guck mal, kann ich sogar noch was reinpacken. Aber was? Meditation? Ausweicher. Wird der Schaden um 1 reduziert? Okay. Findet sich mal in Gefahr, erhöht sich der Dings. Der Stachelschild. Man kann auf stachelige Gegner springen. Das ist, klingt ganz gut. Kampfrausch nehmen wir auch mal rein für den Fall der Fälle. Okay, und wir speichern einmal. So. Okay. Hallo Blume. Die Felder, aber die Bäume meint er wahrscheinlich. Sind die 3? Links, rechts, Mitte, sagt er. Da mache ich. Rechts. Aua, das war jetzt doof. 6 Damage, Alter. Die Bienen, die können ja nichts. Da können wir so drauf springen. So. Kann Watt das ab? Kann Watt den machen? Ich weiß nicht. Ja, kann er. Gerade so. Okay. Ding, ding, ding. Jetzt hab ich so eine Biene. Ah! Boah, ich muss die hier alle wegmachen. Sonst gehen die mir auf den Sack. Ich will diese Bäume jetzt in der Reihenfolge hauen. 8. Holy moly. Sushi. Mach mal Tsunami. Runter. B, A, B, A, B. Oh mein Gott! Jetzt hast du es geschafft. So. Jetzt einen kleinen Multisprung. Jawohl. Perfekt. Sehr gut.
Oh, das gab aber Ahornsirup. Das schmeißt einmal das Stinkwurz weg einfach. Nein! Nein! Oh Gott. So. Links. Lass mich doch in Ruhe, Alter. Och. Alter Falter. Dass die mich nicht in Ruhe lassen können. Ich muss die echt einmal wegmachen, sonst kann ich das mit den Bäumen nicht machen. Richtig schlimm. Whee! So. Sehr schön. Ach Mann! Die gehen mir auf den Sack. Vor allem gebt ihr keine Erfahrungspunkte mehr. Und ihr seid nur nervig. Zum Glück haben die nicht so viele HP. Oder KP. Ach, sind sie ja hier. So. Geht doch. Aber die geben mir mal Herzchen und Blütenpunkte zurück. Das ist nett. Das gibt's doch nicht. Wieso kam denn vorhin... Kommen da unendlich viele raus? Kann man die hier farmen? Das ist ja schrecklich. Oh. So. Jetzt ist aber auch gut. So, was ist denn... In der Mitte kamen Beeren runter, oder? Ich weiß nicht. Warte mal, rechts, links, Mitte? Hey. Ach, guck mal. War doch jetzt richtig. Die BP regenerieren sich während des Kampfes langsam. Oh. Oh. Drei. Ja, dann muss Kampfrausch doch wieder weg. Der Feuerschild kann weg. Den brauchen wir ja gerade eh nicht. Das klingt sehr gut. Das gefällt mir. So, und dann gehen wir jetzt zu Rosi. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Nee, so nicht. Das ist Dings. Hier ging es aber... Ah, warte mal, hier ging es noch weiter. Ah, nee, hier war der Brunnen, ne? Genau. Schnupper, Schnupper. Wieso schnupperst du? Aber ich habe ja schon das bekommen, was ich von dir wollte. Deswegen lassen wir das mal. Sind die Bienen wieder da, ne? Ich wette. Natürlich. Natürlich! Ah! Ich hasse sie. Ich hasse sie so hart. Hey, immer wenn Mario angreift, ein Blütenpunkt zurück. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Das kann sich lohnen. Gerade bei solchen Kämpfen hier, wo wir nur die Bienen haben. Ich habe auch schon so viele Münzen jetzt, weil ich einfach nur nervige Gegner killen muss hier. So, haben wir noch was drin? Hau ab! Keiner will dich. Wo war Lilly? War die hier? Die war, glaube ich, da, wo die Stacheln waren, ne? Ne, hier nicht. Da kam ich ja immer noch nicht weiter. Und war die unten? War die hier? Hier brauche ich Para-Carry. So. Hep, hep, hep. Fliegen. Fliegen. Okay. Das hier ist so ein goldener.
Können wir den paralysieren vielleicht? So. Hallo Goldie. Paralysiert ein Gegner. Wie schnell soll man das denn drücken? Aber egal, er ist paralysiert. Okay. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Der hat nämlich, ich glaube, ganz schön viel KP. So. Wechseln mal den Begriff. Obwohl, Watt kann den ja immer wieder paralysieren, oder? Eigentlich schon. Kann man das nicht weiterführen? Kann man das nicht stacken? Okay, das ist schade. Hammer. Powerschlag. Okay, du darfst. Paralyse deinen Gegner mit einem Elektroschock. So. Drücke A so schnell wie möglich. Das ist richtig unfair, diese Attacke. Oh nein. Okay, hat wieder geklappt. Ich will den umbringen, weil der gibt, glaube ich, richtig viel Geld oder viele Punkte. Eins von beiden. So leid es mir tut, Suselwusel. Frage ist, wie viel Erfahrungspunkte hat der? Wie viel Dings hat der? Komm, wir scannen ihn mal. Für. Nein! Ach, Mann. Wie doof. Wie doof. Ich habe ihn besiegt. Oh, oh, ja, okay. Alles klar. Er gibt sehr viele Erfahrungspunkte. Hau ab. Und Geld. Ich will das Geld. So. Lass mich in Ruhe. Okay, der hat sich gelohnt. Der hat sich richtig gelohnt. Also wenn ich so einen goldenen sehe, auf jeden Fall machen. So, ich muss an diesen Baum da oben in der Mitte. Hi. Das ist ja der Wasserstein. Rasch, leg ihn in das Loch hier. Okay. Da kommt jetzt Wasser raus. Juhu. Wie er da auch sitzt. So. Wie hoch denn noch? Ah, da fällt er. Au. Ah, jetzt kommt Sushi wieder in Action. Oh, das ist Wasser. Süßes Wasser. Der Teich ist voller Wasser. Ich kann wieder dahin treiben. Das ist wie ein Paradies. Ich danke dir vielmals dafür, gebe ich dir etwas Zauberwasser von dieser Quelle. Hier bitte. Jawohl. Sehr kaltes Wasser. Dies ist das herrlichste Wasser der ganzen Gegend. Es enthält ein wenig Lilienextrakt. Wenn du eine Pflanze mit diesem Wasser gießt, wird sie bis in den Himmel wachsen. Aber leider jetzt nicht. Die Sonne scheint ja nicht mehr. Oh ja, gute Idee. Du solltest versuchen, die Sonne dazu zu überreden, wieder in den Himmel zu steigen. Ein findigen Kerlchen wie dir wird schon das richtige Argument einfallen. Ich wette, du schaffst es. Immerhin hast du auch mich gerettet. Okay. Wir müssen mal eben was gucken, Sushi. Kann ich hier drauf schwimmen? Nee, ne? Okay, sonst ist hier nichts. Nee. Okay. Der Regenbogen ist süß, der da jetzt erschienen ist. Okay, dann können wir hier jetzt mit Sushi an den Baum und uns die Frucht davon holen. Blubbeere. Okay. Nehmen wir mal zwei von mit. Kann ja nicht schaden. So.
Stinkwurz kriegt man immer mal wieder. So, Paracarry. Ein Goldener hier? Nein? Ah, schade. Aber ein Gold... Ich könnte jetzt auch einen normalen Gegner machen. Normale Bienen oder so. Dann hätte ich ja das Level up. Ja, auf jeden Fall praktisch. Ordenpunkte brauche ich auf jeden Fall nicht. Ich wüsste gar nicht. Ich glaube, KP würde ich... Oh Gott. Würde ich dann nehmen? Oh nein. Natürlich werde ich komplett zurückgesetzt. Ich habe einmal A zu viel gedrückt. So. Oh nein. So. Wir haben wieder Wasser. So. Hier muss ich auf jeden Fall später den Baum einpflanzen. Das speichern wir mal alles. So, warte mal, warte mal, warte mal. So, wir haben jetzt das gemacht, was ihr uns gesagt habt mit den Bäumen. Die Idee hat dafür Gartenarbeiten. Jetzt ist die richtige Jahreszeit, um riesige Bohnenranken anzubauen. Das geht ganz einfach. Alles, was du brauchst, ist eine Zauberbohne, etwas Erde und frisches Wasser. Ja, das ist alles. Sonst brauchst du nichts, gar nichts. Tut mir leid, Junge, aber mehr kann ich dir nicht verraten. Ja, das habe ich gemacht. Ich muss die Sonne jetzt überreden. So, warte mal. Problem ist ja, der einzige Weg, der jetzt noch offen ist, ist der hier. Wo ich nicht weiß... Wo ich nicht weiß, wie ich hochkomme. Das ist echt ein Problem. Komme ich da hoch? Ist hier irgendwas mit Watt? Nee, auch nicht. Ha. Aber das hier, das stört mich irgendwie. Irgendwas ist doch hier. Warum sollte das sonst hier sein? Hm. Das verwirrt mich. Okay. Ich würde sagen, das schauen wir uns im nächsten Part an von Paper Mario. Ich knobel noch mal ein bisschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.